meine Lieben, ich bin's wieder, Luisa, und ich beantworte euch heute eine Community-Frage, und zwar, was kann man als Jacke oder Jackenersatz tragen zu leichten Sommerkleidern oder zu Outfits mit Röcken? Denn die klassische Jeansjacken- oder Lederjacken-Kombi, die man sehr, sehr häufig auf Instagram und Pinterest sieht und ja, da richtig toll aussieht, in der Praxis funktioniert das leider nicht für jeden. Und ich bin auch jemand, für den das einfach nicht so richtig funktioniert. Und deswegen habe ich euch heute 7 Varianten mitgebracht, wie ihr nicht friert in eurem Rock oder in eurem Kleid. Aber was ist eigentlich das Problem an Jeansjacken und Lederjacken? Warum sieht man da zusammen mit einem Kleid schnell klobig aus? Und das ist ganz einfach mit 3 Fakten beantwortet. Das erste ist, oft ist die Länge der Jacke nicht gut geschnitten, sodass sie zum Beispiel an einer breiten Stelle wie der Hüfte aufhört und man damit eben wirklich aussieht wie ein Tetrapack. Oder Punkt Nummer 2, sie ist eben nicht tailliert geschnitten und einige Figurtypen brauchen das einfach. Und Punkt Nummer 3, und den finde ich tatsächlich am wichtigsten und das ist auch der Grund, der bei mir immer zum Scheitern von dieser Jeansjackensache führt, und das ist einfach der Stoff. Denn Leder und Jeans sind einfach Stoffe, die sehr, sehr fest sind. Und wer sich schon mal mit den Kibbeltypen beschäftigt hat, mit diesen Körpertypen, der weiß, dass es einfach Menschen unter uns gibt, und zu denen zähle ich auch, die eben eher so fließende Stoffe brauchen, leichtere Stoffe brauchen und in diesen schweren Stoffen schnell untergehen. Wenn du noch keine Ahnung von Kibbel hast, keine Sorge, du kannst den Test mit mir zusammen in einem Video machen. Habe ich euch auch unten verlinkt und hat mir einfach mega fürs Verständnis meines Körpers und wie er zusammen mit Mode funktioniert, einfach weitergeholfen. Und wenn du jetzt auch das Gefühl hast, das könnte bei mir so sein, dass ich einfach in diesen schweren Stoffen wie Tweed, Jeans, Leder und Co. einfach immer so ein kleines bisschen deplatziert aussehe, dann habe ich jetzt hier 7 Varianten zum Kleid oder zum Rockoutfit für dich. Natürlich gibt es Jacken, die ähnlich geschnitten sind wie Jeansjacken, wie zum Beispiel so Bomberjacken, die so ein bisschen kürzer geschnitten sind, die leichtere Stoffe haben. Oder so Blousons, die ganz ähnlich geschnitten sind, aber ein bisschen eleganter. Aber das Grundproblem bleibt meistens dasselbe. Gerade zu leichten, schönen Sommerkleidern sieht es immer ein bisschen komisch aus. Und deswegen kommen jetzt hier 7 bessere Alternativen. Das allererste ist das Hemd oder die Bluse. Und da gibt es natürlich auch Jeansblusen oder inzwischen gerade so Richtung Herbst hat man letztes Jahr schon diese Lederblusen oder so Wildlederjacken, so dünne gehabt. Das ist natürlich eine tolle Alternative, weil die einfach so ein kleines bisschen mehr fallen, oft auch ein bisschen taillierter sind. Und wenn man natürlich einfach zu einer monofarbenen, einfachen, schlichten Baumwollbluse zum Beispiel greift oder Leinen, was ihr gerne mögt, dann habt ihr einfach ein Allrounder, ein gutes Basic, was man immer da haben kann, was man super vielfältig stylen kann und was man übers Kleid einfach nur drüber binden kann, zusammenknoten. Dann hat man eine Taille, trotzdem hat man die Arme warm und schon ist das ein schönes Outfit. Punkt Nummer 2 ist Wickeloberteil. Gewickelte Sachen sind allgemein gerade sehr, sehr in, aber man kann sie eben auch einfach drüber tragen. Weil gerade durch das Wickeln sind sie ja flexibel, auch über andere Sachen drüber ziehbar. Wer es gerne etwas schicker mag, kann natürlich zum Blazer greifen. Die gibt es auch in etwas kürzer, aber auch in der ganz klassischen Länge stehen die vielen sehr, sehr gut, weil sie einfach eine eigene Struktur direkt mitbringen und ein schönes fließendes Sommerkleid darunter immer ein schöner spielerischer Kontrast ist. Wer es eher casual mag, den empfehle ich den Cardigan. Cardigans könnt ihr nämlich auch im Herbst und im Frühling gut zu euren Kleidern und vielleicht einer Strumpfhose kombinieren. Und ich habe festgestellt bei der Recherche, dass mir meistens die Bilder sehr, sehr gut auch gefallen, wo der Cardigan länger ist als das Kleid. Weil das irgendwie so ein bisschen unerwartet ist. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr dann einfach zu blockig wirkt, könnt ihr immer noch einen Gürtel drauf machen. Kann ja auch ein ganz schmaler sein, um einfach wieder diese Figur, so ein bisschen eine Sanduhrsache, wiederherzustellen. Und gerade mit so Stoffkontrasten, wenn man zum Beispiel Strick hat, eine Strickjacke zu einem seidig glänzenden Kleid, zu einem leichten Stoff, ist das immer ein richtig cooler Kontrast, der euer Outfit gleich auch nochmal interessanter macht. Nummer 5, was auch geht, sind natürlich Pullover oder Longsleeves. Wenn ihr Kleider habt wie Jeanskleider oder andere Sachen, wo man tatsächlich ein Longsleeve drunter ziehen kann, hat das so ein bisschen diesen 90er, 2000er Style, den ich einfach cool finde.
Aber natürlich könnt ihr es auch einfach drüber ziehen und gerade wenn die Sachen cropped sind, dann hören die ja bei euch in der Taille auf und dann kommt das Kleid darunter vor und ihr verliert eure Figur nicht. Und das ist eine tolle Sache. Nummer 6, wer es etwas niedlicher mag oder vielleicht auch so ein bisschen auf diesen Vintage-Style steht, dem empfehle ich wirklich Boleros oder so wirklich kürzere Strickjacken und Cardigans, die man entweder wieder mit einem Gürtel trägt zum Beispiel oder die per se einfach relativ kurz in der Taille geschnitten sind und quasi nicht so auftragen wie vielleicht ein langer Mantel oder ein Pullover. Und Nummer 7 ist wirklich eine richtige Sommerlaune-Variante und ich bin auch absolut angetan aktuell von Kimonos und suche gerade nach so einem richtig passenden Stück. Es gibt auch so Strand-Ponchos, die ich cool finde. Da müsst ihr ein bisschen experimentieren, was euch steht, weil die sind meistens wirklich weit geschnitten. Das Wichtigste, was ihr euch merken müsst, ist wirklich einfach kreativ zu werden mit den Kleidungsstücken, die ihr schon da habt. Gerade Hemden, Blusen, Longsleeves, Cardigans. Das ist nichts, was ihr meistens noch nicht im Schrank habt, aber ihr habt vielleicht noch nie dran gedacht, es mit einem Kleid zu kombinieren. Ich bin gespannt, welche Variante euch am besten gefällt. Ich habe euch auf jeden Fall hier nochmal den Kleiderkonfigurator verlinkt. Und in 2 Wochen geht die Sommerlaune weiter, denn beim nächsten Video geht es um Organic Tie-Dye, und zwar Batiken mit Lebensmitteln. Wie gut das funktioniert und wie schick das werden kann, das zeige ich euch dann in 2 Wochen. Bis dahin, schaltet wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Ciao.